Hi Leute, Zander wieder hier am Start für euch. Hier mit Ark Survival Descended, hier auf der Map Scorched Earth. Yo! Leute, ich habe mir hier eine kleine Handtasche gezähmt. Und zwar den süßen kleinen Chaboa. Jo. Den sieht man jetzt noch nicht ganz, aber der sieht echt knuffig aus. Also guck mal hier an, ey. Ah, Junge, das ist doch ein Traum, oder? Jungs und Mädels, ich sag's euch. Oh. Einfach nur zum Knuddeln, der Kleine. Eigentlich ist es eine kleine Sie. Hat die nicht schöne Augen? Ja, ich habe ein bisschen geguckt, dass ich die Dame hier zähme, damit ich bei ihr ein bisschen meine Sachen speichern kann. Ich hatte sonst keine Chance gehabt, hier zu überleben. Das ist echt krass, auch von euch, dass ihr so fleißig zuguckt. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ja. Wir gucken einfach mal, dass wir aus dem Ganzen das Beste machen. Ja, genau, sage ich auch. Ja, ich habe auch einen Seitenspot gefunden. Ein bisschen weiter weg von hier. Und hier war es jetzt relativ ruhig. Da gucken wir einfach mal, dass wir hier irgendwo ein Bett hinkriegen. Ich lasse das Zeug erstmal bei ihm hier. Oder bei ihr. Ja, es ist eine Sie. Komm mit. Hallo. So. Ich brauche dich doch, mein kleines Federvieh. Ja, ich bin auch etliche Male wieder gestorben und das konnte ich euch nicht antun. Also, nicht wundern. Ja. Haben wir hier was drin gehabt? Oh ja. Ganz viel Müll. Hier war auch noch was drin. Ich nehme auf jeden Fall das Fleisch mit. Das Fleisch kann nicht schaden. Oh. Ein bisschen Öl. Cool. Nehmen wir mit. Ja, es ist auf jeden Fall krass, ey. Jetzt ist es ein bisschen kühler geworden. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ey, ich muss die ganze Zeit schwitzen. Wir haben jetzt 19.26 Uhr. Ich glaube, so in einer Stunde geht die Sonne unter. Oder ist er weg? Da müssen wir mal gucken. Ja, ich will mir auf jeden Fall versuchen, mit meiner kleinen Handtasche auf dem Rücken zu überleben. Was haben wir denn da eigentlich unten? Das Morellatops, das klatscht da irgendwas um. Und ich weiß nicht was. Ist auf jeden Fall nicht gut mit dem Tier. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Wir müssen die Augen auf jeden Fall offen halten. Hat das ein Säbelzahntiger kaputt gemacht? Das wäre nämlich richtig krass. Da könnte ich mir das Morellatops vielleicht dann das Kleine irgendwie nehmen oder so. Aber jetzt lassen wir das mal. Wenn, dann möchte ich mir das Morellatops verdienen, aber so nicht. Okay, meine Alarmanlage funktioniert. Die Alarmanlage funktioniert. Wir müssen irgendwie hier runterkommen. Da unten sah es ja eigentlich ganz gut aus. Wir haben halt kein Wasser da unten. Ist auf jeden Fall jetzt so, dass wir hier jetzt ein paar Pfeile haben. Ein paar Bogen habe ich ja auch gecraftet. Vielleicht kommen wir da runter, ohne zu sterben. Das wäre so ein großes Ziel hier. Bei Scorched Earth. Ja. Okay. Ach so, und ein ganz besonderes Tier habe ich auch gesehen. Vielleicht ist es ja noch in der nächsten Zeit da. Müssen wir mal gucken. Ja, ich denke mal schon, dass das Morellatops
dem anderen Tier gut Schaden gemacht hat. Oh, du siehst aber toll aus. Wenn ich dich zähme, könnte ich vielleicht dann auch laufen. Nicht mehr laufen. Aber wir bräuchten was zum Verteidigen. Na, immer so ein bisschen die Äuglein aufmachen. Okay, das Parasaurus, das rennt von irgendwas weg und ich weiß nicht was. Wow. Vor was ist denn das jetzt weggerannt? Ich bin mir echt nicht sicher. Ich gehe mal hier so rum. Aber vielleicht wäre das doch keine schlechte Idee, den Kleinen hier zu zähmen. Bowler habe ich ja. Gibt es da noch den Knüppel? Oh ja. Vielleicht kriege ich den mit dem Knüppel down. Und ein Parasaurus-Sattel. Warte mal. Para. Ja, aber da brauche ich so viel Leder. Ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Aber vielleicht kann ich dich fangen, um ein bisschen Leder zu kriegen. So. Wow, Junge. Das sehe ich auch das erste Mal. Es tut mir leid, aber ich muss dich als Lieferanten nehmen für das Leder. Wow. Alles klar. Machen wir gleich neue. Was brauche ich denn da noch? Stroh. Stroh. Und warum hat denn jetzt der Kollege hier so Radau gemacht? Wenn man das so wüsste, gell? Es ist auf jeden Fall spannend wie Sau hier. Finde ich cool. Na, gib mal dein Öl her. Komm. Ja, wir gehen auf jeden Fall gleich in diese Höhle hinein. Warte mal. Wir machen Feuer. Warum geht denn das jetzt nicht? Egal. Hier sieht es so lieb und nett aus, hörst du? Hör mal auf zu wackeln. Okay. Passt. Hammer. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Fleisch bekommen, also das ist nicht schlecht. Warte mal. Alter, so ein Mini-Lustrus, ey. Wahnsinn. Kann ich das werfen? Wow. Wie werfe ich denn das? Sieht ein bisschen komisch aus, wie der hier die Sachen macht. Okay. Ist alles gut? Ja, das ist ein bisschen unfair. Okay. Ein bisschen ist es schon komisch.
Es ist alles im Dienste der Wissenschaft, ja. Halt, hier geblieben. So, Leute. Was habe ich denn gebraucht? Holz für die Geschichte, oder? Nee, Stroh. Und ich bin sehr überlastet. Warte mal. Oha, was habe ich denn für Einstellungen? Wir kippen erstmal das Öl weg hier. Ja, ich muss im Gewicht, muss ich skillen. Aber sowas von Dalli. Schmeißen wir das erstmal weg, das auch. Jo, Mann! Cool! Läuft! 1, 2. Warum? Passt das hier nicht? Ich habe nichts gesagt von Affen hier, ja? So. Also die erste Nacht sollten wir überleben. Komm mal her, mein guter Freund. So. Ja, du bist auch schon ein bisschen schwer, hm? Not. Bett, Bett, Bett. Fasern, Leder, Holz und Stroh. Fasern, Leder, Holz und Stroh. Halt. Holz brauchen wir und Stroh brauchen wir. Das Fundament mache ich schon mal. Jo. Warte, warte, warte. Ich gebe dir ein bisschen mehr Leben. Komm mit, Kumpel. Also, wir brauchen Holz und wir brauchen Stroh. Jugend, was höre ich da? Irgendwie ist es komisch. Ihr hört es auch, oder? Boah, wenn das klappt, dann könnten wir uns das Bett bauen. Jetzt das Bett bauen können, wäre es gut. Also noch ein bisschen Stroh. Da ist wahrscheinlich irgendwo ein Blutdrop runtergebackt. Keine Ahnung, was der da drinnen verloren hat in dem komischen Gestein. Was ist denn jetzt los? Lass mich nur kurz Stroh holen und dann ist alles in Butter. Gottes Willen. Stimmt ja, hier war ich ja. Sehr, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, Leute, ich weiß. Wenn wir das Haussymbol kriegen, dann gucken wir, dass wir das Fundament legen. Boah, du bist aber ein schöner. 45er Level. Die sind beide schön. Cool. Stimmt ja, ich bin vor 2 Folgen, bin ich hier drin gewesen. Hey, wir haben das Haussymbol. Das Haussymbol müsste eigentlich sein, dass wir hier bauen können. Oh ja. Das ist gut. Das ist sehr schön. Jo Mann, perfekt. Die ersten Fundamente. Sehr schön. Warte mal. Handtasche. Warte kurz. Die süße Handtasche. Cool. Ja, ich weiß. Gib mir noch eine Minute. So, perfekto.
Ich würde dich auf jeden Fall hier lassen. Du brauchst gar nicht so deinen Kopf rumflattern hier. Warte mal. Das tun wir so auf jeden Fall hin. Jetzt haben wir wenigstens schon mal einen Spawnpunkt. Also das ist auf jeden Fall wichtig. So, mein kleines Täschchen. Hallo. Nein, du bleibst hier. Du bleibst hier, ja. Auf jeden Fall. So. Mal kurz hinknien. Sag Hallo zu der Community. Hey, guck mal. Guck. Hallo. Meine kleine Handtasche. Ein Täschchen. Ist das geil. Ich finde das Ding gut. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, wir kriegen auf jeden Fall ein Gewitter. Ah, wir sind beim roten Obelisken. Wir haben ja eigentlich eine gute Ausgangsposition hier. Gucken wir uns mal kurz um. Ohne dass das Spiel abschmiert. Ich tue auf jeden Fall mal kurz speichern. Schöne Farben, muss ich sagen. Stimmt ja. Warte mal. Das wird ja cool, Mann. Ich werde hier reich an Öl beschenkt, ey. Das ist eine coole Stelle. Müssen wir eigentlich nur noch gucken, dass wir Wasser bekommen. Warte mal. Wir haben jetzt 9:30. Okay. Wie viel Grad? 12 Grad. Vielleicht könnten wir uns ein paar Klamotten machen. Gucken wir mal. Ah, jetzt sind wir irgendwie. Oh mein Gott, sieht es schön aus. Wow. Cool. Also ich bin hier angekommen. Wenn was vom Dach, wenn was von da runterkommt, habe ich Pech gehabt. Oh je. Kann ich dir was geben? Oder bist du schon zu voll? Das nehme ich auf. Oha. Ich müsste eigentlich eine Kiste bauen. Eine Kiste. Warte mal. Das kriegen wir hin. Naja, natürlich kriegt man das hin. Wow, Alter, was für Wettereffekte. Wow. Also solche Wettereffekte waren auf der Island nicht. Ey. Kiste, Kiste, Kiste. Ich brauche noch Fasern, ich brauche noch Stroh. Fasern, Stroh, Holz. Ich brauche noch ein bisschen Holz und ein bisschen Stroh. Wo haben wir Holz? Hier. Ich habe aber keine Spitzhacke. Komm mal her, du kleiner Geist. Gib mir mal das. Alle hopp. Okay. Hier ist kalt, wenn du Unterschlupf. Warum ist es kalt? Es ist doch nicht kalt. Ja, ihr müsst aufpassen, ey. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie Epileptiker seid oder so. Ist ja gar nicht schick. So, komm. Ich will eine Kiste haben. Nein. Ah, ein Holz noch. Das kriegt man hin. Jetzt haben wir wenigstens schon mal ein Bett gebaut, ey.
Das strengt anscheinend ziemlich an hier. Ja, die Ausdauer, die ist auch weg. Wasser haben wir jetzt auch keine Probleme mehr, weil wir haben ja Kaktussaft. Na komm. Okay. Eine Kiste. Dann machen wir unseren Jabor leer. Also ich würde sagen, hier ist es friedlich. Wir haben keine Probleme im Moment. Sehr, sehr, sehr genial. Komm her, kleiner Pupsi. Ja, hoffentlich stört es euch nicht. Oh je. Ich gebe auf jeden Fall den Jabur mal die Früchte, damit er was zum Essen hat. Und hier kommen so die Standardsachen rein. Wie das Öl und so. Das Werkzeug. Halt. Oh, Ersatzwerkzeug. Das Lagerfeuer, das können wir mal austun. Da können wir uns ja jetzt schon mal ein bisschen wenigstens was zu essen machen. Ja, Baby. Ein kleiner Freund. Hey. Oh, das Fleisch rein. Haben wir irgendwas? Halt. Dieses Holzproblem hier. Ach, das ist gar kein Holz. Okay. Ist das ein bisschen Holz? Ja, das ist ein bisschen komisch hier. Da, komm her, du. Brauch ein bisschen was zu futtern. Ich habe schon ewig nichts mehr gegessen. Ey, jetzt geht's los. Och Gott, bist du süß. Bist du runtergefallen? Hm? Du bist bestimmt runtergefallen, das kleine Viech. Ja, schöne Kulisse hier. Gefällt mir. Zack. Ja, gut. Boah, Mann, ey. Cool. Cool gemacht. Ich mag solche Bilder. Ja, Leute, ich würde mal heute sagen, wir machen heute mal ein bisschen kürzer. Die letzte Folge war ja auch dementsprechend ein bisschen länger. Ja, wir sind auf jeden Fall angekommen hier bei Scorched Earth, würde ich sagen. Ich warte noch, dass mein Fleisch brutzelt. So, warte mal. Jo, cool. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Wir sehen uns am Montag wieder. Ciao.